Gibt es da so ein, zwei, wo du sagst, also das fand ich gut? Da würde jetzt der Rahmen gesprengt werden. Ich fand alle Ja, gut. Ich fand okay. alle gut. Du kennst es ja selber aus deiner eigenen Erfahrung. Man nimmt aus jedem Gespräch, aus jeder Begegnung was ganz Besonderes mit, wo man sagt, das hat mich wirklich nachhaltig beeindruckt. Und wenn man sich auf diesem Level mit Leuten trifft, dann ist das auch nicht anders. Also da ist jedes Gespräch, ob das jetzt, was weiß ich, eine Daniela Katzenberger war oder ein Dieter Bohlen war oder ein Jürgen von der Lippe oder ein Bushido oder ein Hirschhausen oder ein Christian Lindner oder wer auch immer. Alle haben auf ihre eigene Art und Weise irgendwie was Besonderes, wo man sagt, wow, das würde ich auch gerne können oder da hat er was richtig toll gemacht, etc. oder sie. Und deswegen gibt es da für mich keine Lieblinge. Klar, politische Gespräche sind meistens so ein bisschen verlogener als andere, das ist wahrscheinlich so. Aber trotzdem, auch da muss man so wirklich geschickte Kommunikation und so, da muss man was für übrig haben, das ist schon eine tolle Sache. Und klar, was ich natürlich besonders fand, sind so Lichtgestalten, so wie Reinhold Messner. So, wo ich denke, Mensch, mein Gott, sie waren auf allen Riesenbergen und ohne Sauerstoff und all solche Dinge, alles gemacht, was ein Mensch eigentlich nie machen sollte. Mich faszinierte aber dieses, was er sagte, dieses Konzept von diesem intensiven Leben. Also, dass man nicht einfach nur so vor sich hin atmet, sondern dass man auch tatsächlich etwas erlebt und sich selbst herausfordert und seine Angst spürt und all solche Dinge. Und er sagte einen Satz, und den vergesse ich tatsächlich so schnell nicht. Er sagte, wenn Sie am Ende Ihres Lebens auf ein gelungenes Leben zurückblicken, dann ist das eigentlich zu spät. Der war unerwartet, Oh, ne? der war wirklich unerwartet, Sondern ja. er sagt, sie müssen das eben jeden Abend, wenn sie ins Bett gehen, wenn der Tag vorbei ist, dann müssen sie dieses Gefühl haben, dass sie da alles rausgezogen haben, was so geht. Weil, und das ist das andere Thema von ihm, sie müssen sich mit ihrer Sterblichkeit beschäftigen.